Nächstes Spiel ist der einarmige Bandit. Ich finde das so geil. Einarmiger Bandit, halte die rotierenden Walzen mit einem Sprung unter den Blöcken an. Versuche dreimal das gleiche Zeichen zu stoppen. Wenn du das Zuzeichen oder das Schatztruhenzeichen stoppst, gewinnst du eine große Menge Münzen. Es ist eigentlich egal, was ich hier gewinne. Hauptsache ich gewinne hier. Okay, der Pilz. Schon gewonnen. Ja, es sieht jetzt bei mir so einfach aus, aber es ist nicht einfach. Man muss sich nämlich merken, wie die Symbole angeordnet sind. Und dann im richtigen Timing springen. Clear! 6 war der Pilzwert, okay. Nächstes Spiel heißt Kirmesquan. Du steuerst den Kirmesquan und musst einen Mitspieler greifen. Lass ihn in die Röhre fallen, um den Level zu beenden. Wenn du jemanden greifst, erhältst du ein Drittel der angezeigten Münzen. Ein Drittel. Und wir nehmen natürlich den, der am nächsten an das Löchlein liegt. Das wäre in dem Fall eigentlich die Truhe. Aber ich habe es auf Luigi abgesehen. Weil ein Drittel von 60 sind, nach Adam Riese. Genau, 20. Oh, natürlich lässt er los. Hätte es doch anders sein können, ne? Yoshi. Und das Ganze noch einmal von vorn. Kirmesgang, wer kennt das nicht von der Kirmes? Heißt das auch eigentlich wirklich Kirmeskran? Oh ja, Luigi, jetzt bist du überfällig. Ja, jetzt bist du fällig. Jetzt bist du fällig! Jawohl. Gewonnen! Clear! Genau, 20. Und nächstes Minigame. Das heißt Röhrenlabyrinth. Ein für mich relativ einfaches Minispiel. Lass die Truhe in das Röhrensystem fallen. Wenn sie bei dir ankommt, hast du den Level geschafft. Schau dir das vorbeiscrollende Röhrenlabyrinth gut an und suche nach einem Weg, der direkt zu dir führt. Das ist Übungssache. Wo bin ich da? Okay, ganz links. Habt ihr das auch gewusst? Oder nicht? Schreibt's in die Kommentare. So, noch einmal nach links und dann ist es bei mir. Damit habe ich gewonnen. So einfach geht das Spiel. Es wird schwerer, wenn da mehrere Wege sind. Da muss ich auch kurz nochmal nachdenken. Weil mit einem guten Auge sollte das eigentlich funktionieren. Clear! Okay, 10 Münzen, weiter geht's. Mit Chaos Bowling. Wir dürfen eine Runde bowlen. Ja, aber es sind keine 10 Kegel, es sind nur 6 Kegel. Du gehst mit einem Koopa-Panzer zum Bowling. Räume die 3 Pins der anderen Spieler ab, um den Level zu beenden. Wenn der Koopa-Panzer die Bahn verlässt, bekommst du einen Stromschlag und das Spiel ist vorbei. Ja. Also es ist keine Hilfe für uns, das ist das sofortige Aus. Aus. Ja, und spätestens hier merke ich, dass das Steuerung verbuggt ist. Weil ich konnte überhaupt nicht reinlenken. Wie das normalerweise echt geht. Das ist behindert. Also ich wollte den Panzer nicht komplett reindrehen. In die anderen beiden hinein. Aber der Panzer wollte nicht. Ich kam auch kaum um die Kurve. Man hat es ja gesehen, dass ich da kaum rumkam. Glück gehabt! Luigi kriege ich auch noch. Mit dem kompletten Rechtsschwenker. Habe ich ihn noch leicht berührt. Clear! Aber ich glaube, mir fehlt eine Münze zum... Ja. Zum neuesten Versuch. Kommen wir jetzt zum Lieblingsminigame der Einzelspieler, Pflanzenhüpfen. Warum ist das mein Lieblingsspiel, weil man da meist Münzen gewinnen kann?
Springe auf die auftauchenden Piranha-Pflanzen. Du benötigst 25 Münzen, um den Level zu beenden. Von dir entfernte Blumen kannst du mit einem weiten Sprung erreichen. Halte dafür A gedrückt. Ja. Also, die kann man, glaube ich, 36 Münzen genau gewinnen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Okay. Zack, 6. Machen wir das so. Okay, wenn sie nebeneinander sind, ist es ganz einfach. Okay, da habe ich jetzt, glaube ich, falsch begonnen. Ja, ja. Man muss auch richtig beginnen. Dann geht dieser Fluss schön auf. Bis zur letzten. Okay, da muss ich einmal... Oder zweimal einen Seitversprung machen. Ja, 36 gibt es insgesamt. Ich habe die eine Pflanze ja nicht bekommen, aber 35 reicht. Clear! Level up und 35 Münzen bedeutet noch ein Level up. Na gut, Level up nicht, Versuch ab. Das nächste Spiel ist Marius auf Big Band. Mario hatte schon immer den Traum, in einer Big Band aufzutreten, deswegen gründet jetzt mal eine. Und unsere Aufgabe: Schau dir das Beispiel an und digitiere mit dem Zeusch-Kick. Schrei am Ende ein Rampenlicht, um den Level zu beenden. Du hörst zunächst ein Beispiel. Spiele die Noten erst, wenn ihr im Einsatz seid. Ja, wir kriegen hier nicht saures Obst zugeschmissen. Nein, die haben was anderes vor, mit einem Panzer, mit einem Hammer und mit doch irgendetwas. Oh Scheiße, müssen die regieren, wer ist das erste? Bing, 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 bing. Danke, verbeugen, Höflichkeit. Was habe ich gewonnen? Ist ja clear! Das war schon Welt 7. Viel einfacher als Welt 5 und 6. Aber ich will mich nicht beschweren. Weiter geht's. Cooperfeld. Da müssen wir jetzt erstmal abspeichern. Okay, wir haben 5 Versuche gewonnen.